Wir alle sind Kultur. Wir brauchen Kultur und wir alle müssen sie gestalten können. Darum ist es gut, sie als Pflichtaufgabe zu sehen und umzusetzen. Jeder sollte sich Kultur leisten können und das aus eigener Sicht zu betrachten. Kostenlos kann sie freilich nicht sein, aber Kunst- und Kulturakteure brauchen Fördermittel, auch langfristig. Dr. Birgit Klaubert ist kulturpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag. Sie veranstaltet das fünfte Mal die Reihe Kultur neu denken. Wir haben uns immer in diesem Verhältnis von Freiheit und Macht bewegt, sind auf die Spur gegangen nach dem Verständnis für Demokratie, vor dem Hintergrund der Weimarer Nationalversammlung, sind vor dem Hintergrund des Panoramabildes in Bad Frankenhausen auf die Spuren des künstlerischen Widerspiegelns solcher Themen gegangen und sind halt jetzt in Mühlhausen. Münzer ist natürlich in dem Zusammenhang über uns gekommen, als wir überlegt haben, was machen wir als Linke in der Reformationsdekade. Und da wir in Thüringen, also es ist ja immer eine Koproduktion zwischen der Bundestagsfraktion und der Landtagsfraktion in Thüringen, und Münzer ist aus Thüringen. Und deswegen haben wir natürlich ganz genau nachgeforscht, was können wir mit dieser Gestalt machen, die aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln, insbesondere auch in der ost- und westdeutschen Rezeptionsgeschichte, Spuren hinterlassen hat, in diesem Jahr und im Zuge der Reformationsdekade für uns daraus machen. Das war also der Weg von Münzer zu uns oder unser Weg zu Münzer. Zu sehen gab es ein Doku-Drama. Thomas Münzer, der Satan von Altstädt, mit anschließender Diskussionsrunde und einem musikalischen Ausklang. Leise, sie braucht keinen Applaus. Wenn ich dafür keinen Preis kriege, fahre ich halt wieder nach Haus. Birgit Klaubert und Luc Jochimsen führten durch das Programm. Eigentlich heute in Kairo. Seine Standhaftigkeit und seine Standhaftigkeit in Einsamkeit. Also ein Mensch, der gegen die Gedanken seiner Zeit angeht, bis zum Letzten, bis zur Aufopferung seines eigenen Lebens. Das finde ich schon unglaublich bewundernswert. Diese Predigt hält völlig schutzlos. Das ist natürlich auch ein tragisches Element damit verknüpft, das Element des Scheiterns. Und man kann sicherlich fragen, war es das alles wert, was er da geopfert hat am eigenen Leben, aber auch natürlich am Leben der Menschen, die ihm gefolgt sind. Fragt man die Politikerin und Fernsehjournalistin, ob es das wert war, so wird sie antworten, dass es aus heutiger Sicht wahnsinnig schwer zu beurteilen ist, weil man sich nicht in die Zeit von vor 500 Jahren versetzen kann. Was es wert gemacht hat? Münzers Handeln ist bis auf den heutigen Tag nicht verblasst. Er wurde vergessen und doch nicht. Münzer war einer der Theologen der Reformation, der sich besonders dadurch hervorgetan hat, dass er die geistbegabte Theologie voranbringen wollte und dass er sich für die Armen, für die Bauern radikal eingesetzt hat. Ich
Sergei Münzer lässt sich nicht parteipolitisch vereinnahmen. Und in der Gewaltfrage würde ich mich auch radikal von ihm unterscheiden. Aber dass er das Evangelium und die Armen, die Frage, müssen nicht aus dem christlichen Glauben heraus Christen für die Armen eintreten, die Frage stellt er bis heute. In Mühlhausen haben Visionäre und Politiker, Menschen, die nicht wegschauen, etwas getan. Mit einem Programm. Kultur neu denken. Ich habe dann gefragt, ob ich das sagen darf, weil auch da gibt es immer einen sehr intensiven Diskurs zwischen Peter Gauweiler und Oskar Lafontaine, was ich auch spannend finde. Bei all den heutigen sozialen Bewegungen stellt sich die Frage, was ist der Unterschied zu Münzers Kampf? Und gut, wer sich die Frage stellt, denn derjenige nimmt gerade an Kultur teil. Und genau das, Bildung und Kultur gehören zur Gerechtigkeit. Gerechtigkeit heißt, jeden Einzelnen, egal wo er herkommt, wie er aussieht, was er hat, was er mitbringt in diese Gesellschaft, gleichberechtigt zu behandeln und eine Gesellschaft anzustreben, in der der Einzelne dieses Gefühl auch hat und aus diesem die Formation des Netzwerkes von Individuen zu entwickeln. Das wäre für mich die Verkörperung des politischen Wunsches nach Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bleibt für mich ein ganz wichtiges Thema. Es gibt aber keine Gerechtigkeit durch Gleichmacherei, denke ich, sondern dass dem Einzelnen gerecht wird, dass der einzelne Mensch Lebenschancen hat für sein eigenes Leben. Das ist Gerechtigkeit. Dass Kultur gelebt werden muss und nicht zum überdurchschnittlichen Preis verkauft werden darf, das haben viele Menschen in Mühlhausen erfolgreich unter Beweis gestellt. Und das werden sie auch weiterhin.